Bin dran vorbeigerannt. Du hast zunächst eine Lektion erteilt. Sehr gut. Die werden sie so schnell nicht mehr in der Nähe des Hagebaums blicken lassen. Aber ganz werden sie sich niemals verscheuchen lassen. Dafür ist ihr Hass zu groß. Einst lebten sie im Wald der Einkehr, doch sie waren der Natur gegenüber respektlos und wurden deshalb von den Gebietern vertrieben. Ihren daraus resultierenden Hass projizierten sie auf die Bewohner von Gridania, die sich nach ihnen hier niederließen. Sei also auf der Hut, wenn du Ixa begegnest. Du hast eine große Tat verbracht. Für eine Abenteurerin wie dich gibt es hier sicher noch viel zu tun. So stimmt. Mann, hab ich ein sexy Outfit. Ui. Ich weiß langsam nicht mehr, wie ich sitzen soll. So, kann ich das gebrauchen, was da... Kann ich! Wow! Ich kann es gebrauchen. Entschuldigung, bist du die Abenteurerin, die von Edbert in den höchsten Tönen gelobt wird? Dann möchte ich dich gerne um Hilfe bitten. Dufte! Hallo! Zwergenweit tritt. So was Ekliges nimmt man doch nicht in die Hand ein. In letzter Zeit erhalte ich ständig Geschenke, Haarschmuck, Taschen und solche Dinge. Das allein wäre kein Grund, sich zu beklagen. Aber irgendwie hatte ich von Anfang an ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Also habe ich mich umgehört und zu meinem Schrecken herausgefunden, dass es sich bei den Geschenken um Diebesgut des stadtbekannten Räubers Eilbert handelt. Doch ich kenne diesen Eilbert nur vom Hörensagen und weiß beim besten Willen nicht, was er mit mir zu schaffen hat. Doch neulich hat mir ein Händler eine Nachricht von diesem Halunken überbracht. Die Nachricht lautete: Meine liebe Emeria, bitte erlaube mir, dir persönlich ein ganz besonderes Geschenk zu überreichen. Ich erwarte dich an dem Hain im Südosten. Ich muss da schon wieder hin. Wie soll ich darauf bloß reagieren? Ich traue mich nicht zu ihm. Aber wer weiß, was dieser ruchlose Verbrecher tut, wenn ich seine Nachricht ignoriere. Kannst du nicht an meiner Stadt zu dem Hain gehen und mit Eilbert sprechen? Bitte mach ihm klar, dass er mich in Ruhe lassen soll. Okay. Wer will auf die Nuss? Das gibt's aufs Nüsschen. Das ist aber ein komischer Hain hier. Ja, Mensch, gut, dass sie nicht gegangen ist. Oder er wusste, dass wir da hingehen. Und saß da irgendwo oben. Er wollte nicht auf dich hören, nicht wahr? Ist er durchgedreht? Ein Brief? Für mich? Meine liebste Emeria. Bitte verzeih mir, falls ich dich mit meinem Geschenken in Verlegenheit gebracht haben sollte. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen. Seit ich gesehen habe, zu was für einer wundervollen Frau du herangewachsen bist, denke ich nur noch daran, wie ich dir glücklich machen kann. Tatsächlich möchte ich dich nicht aus dem Verborgenen bewundern, sondern im Mühlenhain zusammen mit dir leben. Dort könnten wir deine geliebten Kamillen pflanzen und uns gemeinsam an ihren weißen Blüten erfreuen. Doch dieser Traum wird niemals wahr werden. Ich bin ein gesuchter Verbrecher und werde keine Gnade finden. Hoffentlich kannst du zumindest mir vergeben. Falls ich dir damit nicht zu nahe trete, werde ich dir wieder schreiben. Dein Eilbert. Danke, dass du mir Eilberts Brief gebracht hast. Jetzt verstehe ich, dass diese Worte ein besonderes Geschenk von ihm an mich sind. Aber woher kennt er meine Lieblingsblumen?
Albert, dunkel erinnert mich der Name an meine Kindheit. Doch nein, das kann nicht sein. Auf jeden Fall müssen wir seine geklauten Geschenke an die rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Vielleicht werden Alberts Sünden dadurch etwas leichter wiegen. Tust du mir einen Gefallen und richtest das Museum in Gridania aus? Bei den Hexenstübchen kommt früher oder später jeder vorbei und sie weiß sicher Rat. Ich lande meinen Sohn in sein Hochbett. Wenn mir, dass der Zwerg schon 11 ist und bis in die 5. kommt. Boah, die Zeit rennt aber auch, ne? Zeit rennt. Wir haben 9 Schüler in deiner Klasse. Kann man sich ja gar nicht konzentrieren. Also ich muss tatsächlich sagen, wir hatten, ich weiß gar nicht, wie viele waren wir? 31. Wir waren 31 Schüler. Und ich habe sie alle gehasst. Achso, ich kann mich ja pinporten. Ich habe hier ja nichts mehr zu tun, ne? Nee. Wir waren knapp 30 für Zwerg und der Zwerg ist in einer Tablet-Klasse. Ja, gut! Wenn ich daran denke, dass wir... Damals gab es denn solche Tablets wie heute ja noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, gab es da überhaupt schon? Wir hatten... Da kamen gerade diese kleinen Mini-PCs, diese Netbooks raus. Wir waren die Netbook-Klasse. Wir durften dieses komische Ding testen. Das war graus. Wobei die Farbe war schön, sie war blau. Das Witzige ist, ich habe dann ein paar Jahre später selber eins gekriegt. Ich frage mich bis heute, warum. Weil du konntest darauf ja noch nicht mehr zocken. Aber nun gut. Ich komme auf die neuen Schüler nicht klar, aber so gar nicht. Warum nur? Ah, die junge Aldarie. Könntest du die Schwachstellen deiner Gegner finden? Wenn du es mit einem Gegner zu tun hast, der aus der Entfernung angreift, kannst du dich nicht einfach vor ihn hinstellen und mit Pfeilen beschießen. Das wäre ein hirnloser Kräftemessen. Dein Wissen ist es, das dich dem Gegner überlegen macht. Ein durchdachter, kraftvoller Schuss oder die gezielte Behinderung des Gegners. All das bewirkt mehr als ein ganzer Regen draufgeschossener Pfeile. Nun, zu dieser Erkenntnis bist du mit Sicherheit schon gelangt. Ich hoffe, bevor das letzte deiner Ziele zu Boden gegangen ist. Lei, Silver, kommt doch mal her. Was meint ihr? Hat das Mädchen genug Talent zur Weitläuferin? Sieht nicht schlecht aus, würde ich sagen. Sie schießt gut und ist begeistert bei der Sache. Hm. Gut, dass ich das eine nicht zu Ende gesprochen habe. Hallo, ich bin Lei Alia Po. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin seit 2 Jahren in der Gilde als Lehrling wie du. Du scheinst ein Gespür für den Bogen zu haben. Aber nur ein guter Rat. Pass auf, dass du vor lauter Konzentration nicht völlig die Umgebung vergisst. Es könnte gefährlich werden. Mich zum Beispiel hast du vorhin gar nicht bemerkt, oder? Als du voller Eifer auf Mikroschuhjagd warst. Ich war ganz dicht hinter dir. Völlig die Umgebung vergessen, dass gerade du das sagst, meine Liebe. Voll dem Po. Ich hab das auch gerade gedacht. Aber die 9 sind bestimmt so anstrengend wie 30. Ich glaube, mit Kindern von heute würde ich gar nicht klarkommen. Zumindest mit den meisten. Ich glaube, die meisten Kinder würden mir einfach nur auf den Sack gehen. Und du, Mädchen, du schießt wie ein Fungus mit Fäustlingen. Sieh dir nun mal deine Haltung an.
völlig verdreht. Beim Schießen spreizt du den Ellenbogen ab, als ob er mit Steingeistung eingerieben wäre. Und dann zitterst du deinen schwachen Faltchen ans Ziel. Mit einem Wort erbärmlich. Lucien, nimm diese Dilettantin den Bogen ab. Es ist besser für uns alle. Boah, nett. Ich habe dir schon immer gesagt, dass keiner von diesen Fremden in die Gilde. Lass keinen von diesen Fremden in die Gilde. Was willst du deine Zeit verschwenden? Die verstehen den Geist des Bogenschießens nicht. Pfui, was für Zeiten. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch mache. Ja, dann geh doch. Tja, dieser arrogante Klotz ist Silver. Leider unser Kollege. Er war früher bei Nofika Shah und glaubt, er sei der Größte. Ich hoffe, du nimmst dein dummes Gerede nicht ernst. Das ist nämlich zu jedem so. Ständig. Der Weg des Bogens, das Ziel atmen. Hey, diese hochtrabende Zeug. Davon reden die Erdschatten ständig. Die sind alle... Nanalei. Ich weiß, die Erdschatten sind ein stolzes Volk. Das wirkt auf viele überheblich. Aber man kann alles auf mehrere Arten sehen. Der Vergleich ist zwar etwas plakativ, aber denk nur, welchen Unterschied es macht, wenn du beim Schießen mit dem falschen Auge zielst. Die Welt, die du siehst, ist dieselbe und doch unterscheidet sich das Ergebnis gewaltig. Ich will sagen, es kommt immer auf die Perspektive an. Das Sehen ist unser wichtigster Sinn, überall im Leben. Du verfügst über den richtigen Blick, Aidari, und deswegen möchte ich, dass du dich weiter als Zweitläuferin übst. Viel Erfolg! Wenn ihre Koffeinkugel über den Tisch kleben, geht's ab. Bestimmt. Yay, Stufe 17. Das geht noch bis 25. Aber gut. Und hier, das kann ich. Ja. Ich muss ja ein bisschen nachholen hier. Du hast offenbar beherzigt, was ich dir beigebracht habe. Kann es sein, dass du schon bereit für die nächste Lektion bist? Ich möchte dir nur noch etwas über den richtigen Standpunkt beibringen. Du erinnerst dich doch an Lei. Nicht ich, sondern sie wird dich diesmal unterrichten. Sprich mit ihr und tu, was sie dir aufträgt. Hi. Rumroll. Komm mit mir. Ein Dufte vorbei, ich roll. Ah, da bist du ja. Dann fangen wir gleich an. Aber zuerst einmal eine kleine Wiederholung. Letztes Mal musstest du doch Zielscheiben in der Stadt finden und zerstören. Diesmal gehen wir dafür in den Wald. Es ist wohl nichts Neues für dich, dass der Wald kein allzu sicheres Pflaster ist. Achte gut auf deine Umgebung, wenn du dich ins Dickicht vorwagst. Du musst zwei Dinge im Auge behalten. Dein Ziel und die Tiere, die dich zum Ziel haben. Bleib auf Distanz, dann kannst du einen Kampf vermeiden. Auch wenn du einmal entdeckt worden bist. Also dann, viel Glück. Vergiss nicht, wie letztes Mal musst du die Zielscheiben mit einem gezielten, gewaltigen Schuss zerstören. Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Ich hätte das jetzt mit dem direkten Schuss. Schön. Okay, die ist noch nicht wieder unten. Also zumindest nicht mit dem Schar. Eine Nachricht von Emeria aus Mühlenhain? Ich verstehe. Es geht also um Albert, den Narren. Sorge dafür, dass die geklauten Sachen an die Besitzer zurückgegeben werden. Albert lebte früher hier in der Stadt. Ich erinnere mich noch gut an den Jungen und seine Familie. Sie lebten in eher ärmlichen Verhältnissen.
Eines Tages klaute er von einem einflussreichen Händler in der Ebenholzpassage eine Handvoll Kamillensamen. Ich glaube, seine Schwester liebte Kamillen über alles. Der Junge wollte sicher nur seiner Schwester eine Freude bereiten, aber seine strengen Eltern sahen die Familienehre in den Schmutz gezogen, verstießen Albert. So wurde er zu einem obdachlosen Streuner und lebte von dem, was er sich ergaunern konnte. Eine tragische Geschichte, wenn du mich fragst. Der Junge verlor seine Familie und die Schwester wuchs ohne ihren Bruder auf. Maria war damals noch zu klein, um die Ereignisse bewusst mitzubekommen. Und die Eltern taten alles, um die Existenz ihres Bruders für ihr geheim zu halten. Es wäre in Gridania natürlich schwierig gewesen, denn das Gerede über den Vorfall in Gridania war groß. Deshalb zogen die Eltern mit ihrer Tochter nach Mühlenhain, um einen Neuanfang zu wagen. Sicher sind auch Emiria die Gerüchte zu Ohren gekommen, doch ein braves Mädchen wie sie stellt niemals ihre Eltern in Frage, und ihre Erinnerungen an ihren Bruder waren verblasst. Der verstoßene Sohn hingegen hat Emiria wohl niemals vergessen. Ich vermute, dass er sich trotz der drohenden Bestrafung in der Nähe der Stadt aufhält, um seiner Schwester nahe zu sein. Mir kommt da gerade eine Idee. Als Dank, dass Emiria das Diebesgut zurückgegeben hat, werde ich ihr ein paar Kamillensamen schenken. Albers Verbrechen können nicht so einfach vergeben werden. Doch vielleicht wird er einen neuen Weg eingeschlagen haben, wenn diese Blumen zu blühen beginnen. Die Iron im Chat, die rollt dahin, stundenlang. Dürfte im Chat machen. Oh Gott. Aaron, hast du irgendwas genommen, oder? Ich frag nur mal. Ist alles gut bei dir? Mijun hat mir schon viel von dir erzählt, Adarie. Hast du schon mal darüber nachgedacht, einen Freibrief anzunehmen? Freibriefe erlauben dir, offizielle Erlasse der Abenteurergilde zu erledigen, die wir im Auftrag hilfesuchender Bürger fähigen Abenteurern erteilen. Ganz klar, vielleicht. Wenn was Iron nimmt, ist das richtig, richtig gute Zeug. Der Zug fährt weiter. Der Zug hat keine Bremse, ne? Wisst du Bescheid. Oh Gott, ey. Freibriefe werden für unterschiedliche Erlasse vergeben. Zum Beispiel fordern Gefechtserlasse das Beseitigen von Monstern, während Fertigungserlasse die Herstellung bestimmter Waren in Auftrag geben. Wenn ich dein Interesse geweckt haben sollte, schlage ich vor, du machst dich auf den Weg zum guten Zwiegrund und sprichst mit Tierney. Der wird dir gerne beim Abschluss deines ersten Freibriefs behilflich sein. Sein Bahngleis ist echt eine harte Droge. Ein Zug und du bist weg. Schön. Wirklich schön. Ach ja. Wir werden ewig brauchen. Ich weiß es jetzt schon. Geht das auch von hinten? Ja, es geht auch von hinten. Sehr gut. Was will man mehr als von hinten? Dass ich kann auch hier Augenrollen und schmecken. Ein bisschen was von Verzweiflung. Dass mir einer nass essen. Gibt es den ganzen etwas Süßes. Ananas was anderes. Ananas habe ich im Angebot. Ananas hätte ich anzubieten. Das sind allerdings Ananasringe. Man kann sie auf viele Arten benutzen, die Ananasringe. Eben waren es Mücken, jetzt sind es Hornissen.
hier eine Ananas macht, bin ich das. Jetzt lass doch mal Anna aus dem Spiel. Die arme Anna. So. Ah, da ist das Ding. Wunderbar. Und bis wir die Quest abgegeben haben oder weitermachen, sind wir eh schon wieder bei Level 20. Das geht wenigstens verdammt schnell. Gut, liegt doch nur am Routinebonus. Sehr gegrüßte Abenteurerin, ich bin Tierney und verantwortlich für die Ausgabe von Freibriefen hier auf Gutswiesegrund. Gondrand konnte dich überreden, mich aufzusuchen, nicht wahr? Dann hast du vermutlich eine ungefähre Vorstellung davon, was die Annahme eines Freibriefs mit sich bringt. Zunächst einmal muss ich sicherstellen, dass deine Fähigkeiten genauso beeindruckend wie dein Enthusiasmus sind. Die Abenteuergilde würde es nicht gut heißen, wenn ich einen Grünschnabel auf eine Mission entsende, der nicht gewachsen ist. Nimm dir einen Moment Zeit, um die Aufgabe in diesem Freibrief genau durchzulesen. Glaubst du, du bist bereit für diese Herausforderung? Gib her, ich brauche mir das auch durchlesen. Das freut mich zu hören. Bitte beginn mit dem Freibrief, sobald du bereit bist. Übrigens neigen Anolis dazu, ihren Artgenossen zu fliehen, sobald sie sich im Nachteil sehen. Du solltest sie daran hindern, sich zur Gruppe zusammenzuschließen. Mhm. Mal gucken. Wir schauen mal. Achso, da muss ich hin. Ja, ich bin schon lange drüber. Sehr schön. Ja, ich möchte mal zurück. Ah, dein erster Ausflug in die Welt des Freibriefes scheint von Erfolg gekrönt gewesen zu sein. Und hier ist der Lohn für deine Mühen. Nun, da diese kleine Prüfung hinter uns liegt, habe ich keinerlei Bedenken, dich mit Aufgaben rund um Gutswiesegrund zu betrauen. Es gibt jede Menge Freibriefe für hart arbeitende Abenteurer. Ruhm und Reichtum erwarten dich. Du hast bei der Bearbeitung von Freibriefen Mut und Zuverlässigkeit bewiesen. Es ist an der Zeit, dass du dich auch einmal an Gildengeheißen versuchst. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann sprich in dem Zelt da vorne mit Kommandeur Ribald. Werde ihn von deinem Sieg über die Anolis berichten, um jeglichen Zweifel an deiner Eignung aus dem Weg zu räumen. Alles klar. Kriegen wir hin. Eldaria Eistatze. Tierney hat mir schon von dir
dir und deinen Ruhmestaten erzählt, wollen wir doch mal sehen, ob du auch das Zeug dazu hast, Gilgengeheiße zu erledigen. Die Freibriefe waren so leicht, dass du sie alleine erledigen konntest. Bei den Gilgengeheißen ist das etwas anderes. Wenn du Bürger oder Gesellschaften uns um Hilfe bitten, werden die schweren Aufträge bei mir und ich gebe sie an Abenteurergruppen weiter. Natürlich winkt bei Erfolg eine angemessene hohe Belohnung. Das versteht sie ja von selbst. Beim ersten erfolgreichen Abschluss fällt sie besonders großzügig aus. Sprich mich an, wenn du dich mit deinen Freunden an einem Gildengeheiß versuchen möchtest. Alles klar. Kriegen wir hin. Toll, hab den halt so voll gespielt. Dankeschön, brauche ich nicht. Das ist doch eh wieder Jahre. Nee, wir machen erstmal das hier. Hey, du, Abenteurerin. Du kommst genau richtig. Ich habe einen Auftrag für dich und werde gut bezahlen. Eine recht triviale Aufgabe, ehrlich gesagt. Ich möchte lediglich, dass du ein paar Arbeiter befragst und herausfindest, was Cater in dieser Welt am meisten begehrt. Ich bitte dich darum, diskret dabei vorzugehen. Erwähne auf keinen Fall, dass ich dich angeheuert habe. Am besten lässt du meinen Namen überhaupt nicht fallen. Du bist also Eldaria Estetze. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin Cater, die Verwalterin von Guts Wiesegrund. Ich habe schon so einiges von dir gehört. Nur Gutes natürlich, keine Sorge. Die älteste Saatseherin war so weise, uns dazu anzuhalten, Abenteurer willkommen zu heißen. Schön zu sehen, dass ehrliche, hart arbeitende Leute wie du ihr Recht geben. Du bist hier, um uns bei der Arbeit auf dem Gut zu unterstützen, oder? Wir können jederzeit die eine oder andere helfende Hand gebrauchen. Ehrlich gesagt, habe ich gerade einen Auftrag hier, der zu erledigen wäre. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, loszulegen. Oh, und du hast einen guten Ruf, also enttäusche die Leute nicht, klar? Ich will aber keinen guten Ruf haben. Dann haben die Leute Erwartungen. Diese Hosen werden immer hässlicher, ne? Ist ja furchtbar. Wo packe ich mir den Mehrfachschuss hin? Hab Gnade, Nofika. So ein verdammter Quirkin hat eines meiner Schokobo-Eier zermalmt. Dieser schmutzige Dieb hat sich auf meinem Gestüt herumgeschlichen, als er von einer Wache entdeckt wurde. Das dumme Vieh ist in Panik verfallen und hat das Ei fallen lassen, das es gerade stehen wollte. Diese Rattenwesen haben eine Höhle drüben bei Nofikas Lädt. Könntest du vielleicht dort vorbeischauen, um mit der Soldatin Rosalind sprechen? Ihr wird wissen, was zu tun ist. Okay. Was Kälte am meisten begehrt? Warum solltest du so etwas wissen? Dieser Händler aus Ulda hat dich damit beauftragt, nicht wahr? Er verschwendet seine Zeit mit dieser Herangehensweise. Wenn er wirklich ein Schokobo besitzen möchte, wäre er besser beraten, Cater davon zu überzeugen, dass er gut für den Vogel sorgen wird. Er scheint wohl bekannt zu sein, der Kerl.
das ein oder andere Mal. Nein, da. Kater, das Einzige, was dir wichtig ist, ist das Wohlergehen ihrer Vögel. Falls es irgendwas anderes gibt, anders als das Glück ihrer Vögel für sie geben sollte, so habe ich noch nie davon gehört. Dass ich eine Gruppe finde, das ist ein Wunder. Ich hab nicht mit gerechnet. Eigentlich Vegan. Cerberus. Cerberus. Tank. Tank. Der ist das Ding eingeschlafen. Das sieht halt einfach geil aus mit der Frisur. Huch, oh Gott. Ich habe aus Versehen ausgetappt. Nicht wundern. Ich habe aber kurz rausgetappt. Ist gut. Hier ist mal kurz eine Panik. Das ist so, hä? Denn, Feind ist eines der wenigen Spiele, wo ich einfach raustappen kann. Ja, oh, kein BS. Aber ich bin auch nur DD. Da war ja nicht so viele. Ach so. Hey, mal geht ja auf jeden Fall noch. Na ne, zwei kann ich noch machen, glaube ich. Was ist mit Fräulein Kater? Du erledigst die Drecksarbeit für diesen Hausierer, wie? Mach ja keinen Ärger hier. Glaubt ja nicht, dass irgendein lausiges Geschenk ihr Herz erwärmen würde. Das Einzige, was vor den Kater interessiert, ist das Wohl ihrer Vögel. Hör gut zu, Abenteurerin. Wenn dieser Kukuwatschi weiterhin Kater nachstellt, wird das Klageregiment ihn wegen der Störung der öffentlichen Ordnung vom Gutsvielegrund entfernen. Ja, mach das doch endlich mal. Und? Spann mich nicht auf die Folter. Ich muss unbedingt ein Schokobo. Was? Die haben dir nichts über ihre materiellen Wünsche erzählt. Ha, die Stur der Gridane ist zum Haus, aus der Haut fahren. Und ich hätte es besser wissen sollen, als eine Anfängerin mit so einer wichtigen Mission zu beauftragen. Hallo? All die schönen Gilde, die ich auf diese furchtlosen Unterfangen verschwendet habe. Ach, maul hier nicht rum. Ich habe dir eine Belohnung versprochen, also bekommst du sie auch. Nun lass mich mit meinem Unglück alleine. Was für ein Nervenbündel. Dich habe ich hier noch nicht gesehen, aber wenn du eine Abenteurerin bist, könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Gut. In letzter Zeit treibt sich hier so ein Taugenichts rum, der immer wieder die Schokobos ärgert. Die armen Tiere sind schon ganz verstört. Als Gegenmaßnahme will ich neue Zäune bauen. Doch dafür brauche ich frische Schaudermilbennetze. Kannst du sie mir besorgen? Du kannst sie von den Schaudermilben, die in der Umgebung des Gutes leben, einsammeln. Die Netze von 6 Schaudermilben sollten genügen. Yay!